Hallo und herzlich willkommen bei Consomans Original. Heute zeige ich euch ein Rezept für Hasche Hackfleischsoße im Slow Cooker. Dazu geben wir zuerst 2 Esslöffel Kokosöl in einen Topf, erhitzen dieses und geben 1,3 Kilo Hackfleisch dazu und wenden so oft, bis das Hackfleisch krümelig wird. Nachdem das Hackfleisch gut durchgebraten ist, geben wir dieses in den Gareinsatz des Slow Cookers. Dann benötigen wir 100 Gramm Speck, ein Lauch kleingeschnitten und 3 Karotten. Dann geben wir 3 Esslöffel Tomatenmark dazu. Und löschen das Ganze mit 0,2 Liter Rotwein trocken ab. Nun kommt eine Packung, im Schnitt sind das 500 ml Tomatensaft, es gibt auch Tomatensaft pikant, das geben wir dann in den Topf rein, schütten das Ganze nochmal die Packung mit 100 ml Wasser auf, geben das ebenfalls in den Topf, 1 Esslöffel Gemüsebrühe dazu, eine Dose passierte Tomaten und 2 Tomaten kleingeschnitten, groß bzw. mittelgroß. Verrühren das Ganze und kochen das nochmal kurz auf. Dann geben wir die Tomatensoße zum Hackfleisch dazu. Dieses Rezept habe ich für einen 5,7 Liter Slow Cooker zubereitet. Das reicht aus für 5 bis 6 Personen. Die Einstellungen für die Garzeit sind genau 1 Stunde für Hot und 5 Stunden für Low. Zu dieser feinen Hackfleischsoße passen natürlich ideal unsere Low Carb Nudeln Consellinis, eine Art Low Carb Spätzle. Man kann natürlich auch Blumenkohlreis oder Shiitake Nudeln dazu essen. Passt alles ideal dazu. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder auf Low Carb TV vorbeischauen würdet.